Das muss so eine Art Spindel oder Haspel sein. Mit einer Kurbel dran. Ja, was ich hier nicht finde, ist eine Spindel oder eine Haspel mit einer Kurbel dran. So ein Teil sehe ich definitiv nicht. Das hier ist wohl das Fahrgestell. Da gehört so eine Art Achshalter drunter. Vor dem Ding hier sitzt die 8 an dem Teil. Und zwar ist es dieses Teil hier.
Das könnte schon eher hinkommen. Und so wie es aussieht, könnte ich das jetzt sogar einfach aufkleben. Okay. Dann soll dieses Teil die 5 Kugeln kriegen. Könnte ich mal eine Schere für brauchen. Das erinnert mich sehr an die Kugelspiele, die es früher so gab. Hier steht weiter, bevor man das einführt, soll man den Faden da durchstöpseln, weil man ihn später nicht mehr durchbekommt. Ich sag mal so, daran soll es jetzt nicht scheitern. Ich würde es jetzt fast anbieten, dieses Gehäuse auch sofort aufzukleben, aber danach würde ich den Kram dann nicht mehr einkleben können. Das muss ich also erst einmal komplett durchfärben.
muss immer im Hinterkopf behalten, dass das hier ein Baugerät ist, das jahrelang in der Salzluft eingesetzt war. Das heißt, eine komplette heile Lackierung wäre das Letzte, was man erwarten sollte und könnte. Okay, jetzt möchte ich mich noch ein bisschen dem Fahrgestell widmen. Das Teil, das da drunter sitzen soll, hat die Nummer 1. Und die Nummer 1.